zurück zu Let's Play Deponia mit mir, King Falke. Dann muss man mal gucken, wie der hier jetzt wieder drauf ist. Und der Passport. Okay. Der Passport. Der Zettel. Angucken. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Oh. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Nehmen. Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich, dass dieser Zettel stinkt langweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. So. Und dann. Okay. In the house. Und gleich ist er im Safe. Und ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Oh, da hat sich... Wisst ihr, wie ich das gemacht habe mit den Zellen? Da war dann 3, der 1. Dann sollten wir hier der 6 nehmen. Für den 3. Und den 5er. Und so weiter. Ach, da oben ist er jetzt. So, ja. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. So, na, nehmen wir mit. Ja, Funke. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alle... Was ist das denn? Weder Mikro noch... Muss ich mich denn... Okay, haben wir den erstmal. Oh, jetzt kommen wir hier gerade. Was ist... Immer mal raus wieder so. Können wir doch so. Da kann man, da ist das Zeichen für einen angetragenen Rund. Macht doch nicht. Und so. Oh. Ey, na jetzt. Der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Eine für mit. Sofort und eine für unterwegs. Okay, zack, eingesteckt. Nehmen wir mal wieder zum Rathausgang. Da drüben rein und dann ja, kann man eigentlich die auch hier hinsetzen. Ja. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Und den hier kann man den da dran pflanzen. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Das könnte mir stundenlang anhören. Stundenlang anhören. Wie geht's denn den hier oben eigentlich? Nächster bitte! Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Bitte lass diese Substanz da Haargel sein. Ohrenschmalz. Ja, schön mitgenommen. Können wir das jetzt da einschließen? Fehlt nur noch das Mikro. Das Mikro haben wir doch auch schon. Jetzt kann's losgehen. Benutzen. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant.
caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon! Deine Liebe ist Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-dat, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-dat, man nennt ihn Rufus. Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Klar bin ich auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astral, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hat Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlebt. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlebt. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Erst ein paar Antworten. Achso. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Also. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Okay. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Ein Passage. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut. Dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden?
Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ja, das spielt ja immer noch gut. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Nehmen wir mal wieder runter. Und jetzt zu Goal. Goli, meine Schnuckeducke. Meine Schnuckeducke. Mein Schnuckelchen, ich komme. Laken. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Oh, der hat zu viel gehört. Sieh an, hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Die ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oha, da kommt so. Wer sind die denn? Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ich hab immer noch den Titel. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Ich komme wieder raus. Was ist Schnauze? Und was ist jetzt mit mir? Lol. Hallo? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Jetzt, ja, wieder mit da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Mein Dietrich? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Solange er im Polizeimodus ist, komme ich hier nie raus. Zum Glück werden in diesem Kaff ständig Brände gelegt. Ach Mist, ich bin ja hier drin. Hey, hallo. Was ist denn? Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Auslassen? Ah, warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Die Zelle ist... eine Zumutung. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb,
Ein Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ja, aber dieses Gespräch müssen wir dann leider in der nächsten Folge verschieben, weil die Zeit ist schon wieder oben. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und das Gespräch weiterhört. Okay, Wiedersehen!